Willkommen in Norfair zum siebten Part von Metroid Zero Mission. Ja, und ich habe jetzt hier, bin jetzt hier rübergekommen. Ihr seht, ich habe mich ein bisschen aufgeheilt. Auch an den Typen. Man muss sich halt, wie ihr gesehen habt, einfrieren und das auf der anderen Seite halt nochmal im richtigen Moment. Dann kann man hier mit einfach schießen und dann kann man hier so ein, sich eine Lücke schießen und da sich halt ranhängen. Und hier noch eine kleine Missile holen. Zurück ist es natürlich einfacher, indem man einfach zurückschießt. Ja, ich glaube, wenn man richtig guter Spieler ist, kann man das auch sich den... Oh, dieses, manche gehen echt beschissen. Kann man sich auch den Boost hier aufladen und bis hierher bringen. Der Rückweg ist viel einfacher. So, ich muss jetzt einmal gucken. Jetzt sind wir hier. Ja, ich glaube, wir gehen noch mal hoch und gehen dann da oben weiter. Ich glaube, man muss da oben weitergehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Hier gibt es... Was gibt es hier? Okay. Ja, okay, wir müssen die Typen hier einfrieren. Ja, ja, natürlich. Falscher Zeitpunkt. Überweg sieht aus. Ja. So. Aha. Da. Hier ist nämlich der geheime Weg nach zum Crate, aber wie ihr seht, Powerbomb, da kommen wir noch nicht durch. Wie geht's zum Crate, habe ich euch ja gezeigt, die andere Seite habe ich euch schon gezeigt. Die ist bei dem einen Speicherplatz. Ich glaube, diese Lava ist auch fake. Aber erstmal glaube ich, möchten wir durch diese Tür, jawohl, hier ist nämlich die Karte. Ihr seht, da unten geht es jetzt noch ein bisschen weiter. Und auch hier ist wieder Fake Lava. Ja, warum Nintendo hier dieses Spiel so oft diese, ja, vorgetäuschte Lava benutzt, weiß ich zwar auch nicht, aber oder beziehungsweise Säure. Hier, nee, die ist nicht vorgetäuscht, na, die ist zufällig echt. Und aber hier, ich glaube, hier war auch. Irgendwo ist hier auch ein. Der Raum wird schon mal ein bisschen... Oh.
Oder war hier nicht auch irgendwo ein Missile-Container versteckt? Nee, anscheinend nicht. Er müsste uns angezeigt werden auf der Karte normalerweise, wenn hier einer wäre. Okay, hier gibt's Gegner. Die hier gehen nur mit Missiles kaputt. So. Speicherpunkt. Aber hier wollen wir, glaube ich, irgendwo durch, weil ich glaube, das ist Fake Lava. Oh, warum geben die hier keine Energie? Ey? Ich habe fast keine Energie mehr. Ah, hier gibt's Wave Beam. Stimmt ja, hier gab's ja noch was. Ich glaube, der ist. Oder ist das die Stelle, wo uns unser Spiel jetzt hier hergeleitet hatte? Ja, ach doch, stimmt. Das ist die Stelle, wo unser Spiel jetzt hingeleitet hat. Jetzt. Glaube ich, müssen wir schon zu Ridley. Also. Auch er hat natürlich einen Bereich, der genau wie er, der auch nach ihm benannt ist, Ridley, einfach Ridley. Und ach, schon wieder ganz schön ein paar Misses verballert für den Gegner, aber das ist nicht so schlimm. Ja, Wave Beam heißt, wir können jetzt durch Wände schießen und so weiter, ganz nützlich. Speichern. Ja, wir sind jetzt natürlich auch ein bisschen stärker. Natürlich ist der Beam auch stärker. Hier ist eine wunderbare Stelle, wo man sich schön aufheilen kann. Ah ja, okay. Hier muss man schießen und rennen. Das kommt man hier nicht durch. So, und hier, den kann man nur von unten, selbst mit dem Baby, nur von unten beballern. Das Ganze leider hier auch nochmal. Oh, okay, der war nicht so gut. Hier muss man nämlich. Genau, mit Bomben arbeiten. Und hier ganz fies versteckt. Hier ist ein Missile-Container versteckt. Und den muss man, glaube ich, mit. Genau, mit einer Rakete wegballern. Energie-Container habe ich gesagt. Ne? Genau. Jetzt haben wir schon eine Reihe voll. Und ja, es gibt eine zweite Reihe. Bin ich hier? Ah ja, okay. Hier müssen wir den. Und nein, keine Angst, der Typ ist natürlich nicht wieder da. Das wäre schon ein bisschen mies. Weiterer Missile-Container für uns. Ja, und jetzt erwartet uns ein kleiner Bosskampf, der nicht ohne ist. Ja, können wir noch machen. Speichern, ja. Ja. Es gibt auch wirklich, denke ich mal, fair gesetzte Speicherstationen im Spiel hier. Wie gesagt, ich habe es jetzt auf normal. Und dadurch kriege ich natürlich schon ein bisschen mehr Schaden und so weiter, aber im Großen und Ganzen sollte ich es trotzdem schaffen. Wie gesagt, richtig schwierig wird es beim allerletzten Boss vielleicht nochmal werden. So, hier fallen wir jetzt runter, ohne
zurück zu können. Und jetzt wird es ein bisschen knifflig. Hier ist auch nochmal so eine, wie wir eben gesehen haben, so eine Art Larve. Und hier haben wir diesen Typen zum Einfrieren. Ja, diese. Das hat mich immer ein bisschen angenervt, diese Geschichte, ja. Weil der immer wieder schießt, das ist richtig bissig. Man hat praktisch keine ruhige Minute, um hier vernünftig mit dem kämpfen zu können. Okay, jetzt ist der schon wieder zu hoch. Man braucht diesen. Ich weiß gar nicht, wie diese Viecher heißen. Die sind halt normal unzerstörbar. Können halt eigentlich nur mit Screw Attack zerstört werden. Und wir müssen beide Seiten kaputt machen hier von dem Typen. Ja, jedes Mal werden die Bisse jetzt abgefällt, weil dieses scheiß Ding immer zu schießen muss. Jetzt müssen wir die andere Seite, die Seite haben wir. Wie gesagt, das ist wieder ein bisschen. Oh ja, es hält noch wieder eingefroren. Ja, toll, zu hoch. Jetzt muss ich noch eine Runde warten, bis er wieder runterkommt hier, ey. Ich hasse diese Stelle. Das ist nur die erste Phase dieses Boss-Gegners. Weil, wie gesagt, es ist noch so eine Art Larve. Okay, wir haben es geschafft, oder? Ja. Jetzt fällt er hier runter. Kann man hier lang gehen? Das ist jetzt sehr merkwürdig gemacht, Freunde. Passt mal auf, wir müssen jetzt nämlich. Ja, hier seht ihr wieder. Hier sind zwar zwei solche Köpfe und ja, auch die werden natürlich irgendwann kaputt gehen. Und wir fahren jetzt hinab zum Gebiet von Ridley und er landet inzwischen auf dem Planeten. Das fette Piratenschiff landet und Ridley steigt aus natürlich. Ja, jetzt geht's wie folgt. Jetzt können wir erstmal speichern. Leider können wir hier nicht die Energie aufladen. Das ist ein bisschen schlecht. Aber ich finde mir noch eine Stelle, wo das geht. Weil es gibt keine andere Möglichkeit. Man muss. Ja, man kann jetzt hier durch, aber würde nicht viel bringen. Weil ich habe jetzt. Wie gesagt, daran sieht man ja eigentlich, dass man die Super Mists noch gar nicht haben soll, ne? Muss hier hingehen und da sieht man, aha, das Ding liegt jetzt hier, aber man kommt nicht weiter. Und selbst wenn ich jetzt durch die Tür gehe, würde das auch noch nicht viel bringen, weil ich dann trotzdem noch nicht weiterkommen würde. Da muss man wieder zurückgehen. An die Stelle, wo das Ding sich durchgefressen hat, muss man jetzt hingehen und kann man jetzt hier runterkommen und dann ist es hier weg und man kann da
reingehen. Ich frage mich, ob ich mit der Energie überhaupt hinkomme. Ja, wenn nicht, dann muss ich mir noch irgendwann einfach lassen, die Energien aufzuladen. Weil jetzt ist jetzt ganz beschissen. Ist jetzt sehr beschissen. Wir haben zwar 6 Supermissiles, aber wie einen Treffer haben wir? Treffer. Treffer. Es wird schon schneller. Okay. Noch ein Treffer. Okay. Und wieder, wir haben jetzt schon 3 Supermissiles eingesammelt, die wir normalerweise noch nicht hätten jetzt zu diesem Zeitpunkt. Noch ein Treffer. Wenn ich das noch überlebe. Okay, er ist rot. Aber die müsste jetzt, kann ich jetzt mal ein bisschen verschwenderischer umgehen. Okay, wir haben es geschafft. Müsste er genau jetzt, genau, crasht er hier rein und so kriegt man eigentlich die Supermissile. So ist es, denke ich mal, vorgesehen vom Spiel. So, gut, wir haben es irgendwie überlebt. Ja, wie gesagt, die Phase war nicht so schwierig. Okay, hier können wir diese Kugel mal kaputt machen, die geben uns etwas Energie. Hier Rakete und dann können wir hier durch. Ach ja, Freunde, wollen wir mal gucken. Aber das ist auch wieder dumm. Bis zur nächsten Speicherstelle ist hier ein ganzes Ende. Ach so, nee, auf der Seite ist ein Rückweg. Da drüben ist ein Rückweg, da brauchen wir jetzt noch gar nichts machen. Und auch hier bei Ridley werden wir einige Dinge finden, die wir noch nicht einsammeln können. Select. So, ja, die Dinger leicht zerstören. Die kann man irgendwo. Wir werden doch noch ein paar Missiles kriegen, bis wir zu Ridley kommen. Ein paar Super Missiles, die werden uns im Kampf gegen Ridley gute Dienste leisten. Guck mal, wann hier. Okay, konnte man einfach das Ganze abkürzen und hier einfach durchrollen. Okay. Ja, aber ich werde jetzt hier nicht weitergehen, weil ich weiß jetzt nicht genau, wo die nächste Speicherstation ist. Und sonst wird der Part zu lang und der andere war schon etwas länger. Und ja, wie gesagt, falls euch das stört mit diesen State Saves, die ich öfter mal mache, nehmt euch das nicht so zu Herzen. Das ist eben mein Stil, so spiele ich das nun mal. Ja, ich bin der Meinung, dass State Saves eine coole Sache sind. Mein früher zu Super Nintendo Zeiten habe ich, wie gesagt, viel mit Action Replay gespielt. Ja, Action Replay, dieses Schummelmodul, dass man halt im Modulschacht gesteckt und dann das Modul oben drauf und so. Da habe ich mir halt oft unendlich Leben, unendlich Munition und solche Dinge halt geholt. Aber ich denke, State Safe zu benutzen ist weniger cheaten, als wenn man sich halt solche Dinge macht. Oder wie gesagt, ist ja heutzutage auch eher selten geworden, soweit ich weiß, dass Spiele intern Cheats haben. Gab es ja auch früher viele.
die halt intern eine Sheetliste oder so hat, wo man halt auch sich bestimmte Sachen wie ohne Energie oder ohne nicht Munition oder ähnliche Dinge halt herbeischieben konnte. Gibt es, denke ich, heutzutage auch nicht mehr allzu viele davon. Aber ja, wie gesagt, das, ich mach's halt, man muss es nicht tun, man kann es tun. Und jeder soll ja die Spiele, denke ich, bin ja der Auffassung, jeder soll die Spiele so spielen, wie es ihm Spaß macht. Und wie gesagt, ich will Spaß, wie gesagt, Spaß an den Spielen haben und nicht Frust und will auch nicht jetzt jedes Mal, wenn irgendein Fehl ist, wer weiß, wie ewig weit zurücklaufen oder so. Und ich denke, es ist auch für euch besser, wenn ich halt die Stelle wieder reloade und ich wieder, ich werde es versuchen, so minimalistisch wie möglich zu halten. Es gibt noch ein paar Stellen, wo ich das machen muss. Zum Beispiel werde ich natürlich auch vor Ridley ein State Safe setzen, weil ich mir da nicht sicher bin, dass ich ihn wirklich direkt besiegen kann. Weil der ja doch durchaus sehr viel einstecken kann und mit ein bisschen Pech, wenn man Pech einen schlechten Lauf hat, kann es mal schnell passieren, dass man bei ihm stirbt. Dann gibt es noch ein, zwei Passagen mit, oder mehr als zwei, glaube ich, Passagen mit Scheinsbau und ähnlichen Geschichten, wo ich auch einen State Safe setzen werde. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, dann gibt es da noch eine Geschichte mit, ja, das werden wir dann sehen, auch, das ist auch hier bei Ridley irgendwo, da, aber da kommen wir auch erst viel später hin, wo man auch solche ziemlich schwierige Aktionen machen muss und beim Fehl halt immer einen ziemlich weiten Umweg rennen müsste und so weiter. Und aber da kommen wir später zu. Wie gesagt, ich werde jetzt, wie gesagt, ja, mich durch die Bosskämpfe nicht durch State Saven. Also das werde ich versuchen zu vermeiden. Ich war, da war ich vor dem Bosskampf ein State Save und das denke ich mal ist legitim. Weil damit können wir, wie gesagt, die Cutscenes überspringen und den Weg zu den Bossen und so weiter. Und ich denke mal, das ist legitim. Es wird später, wenn ich mal Super Metroid spielen werde, da wird es ein oder zwei Bosse geben, wo ich schon ein paar State Saves benutzen werde. Halt um halt der Zeit willen. Nicht so sehr, weil ich sie sonst vielleicht nicht besiegen könnte, sondern nur um der Zeit willen, um nicht so viel Zeit dabei zu verschwenden. Aber das ist eine andere Geschichte, da kommen wir ein andermal dazu. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Bis dann, Leute.